Du bist ein wunderbarer Gott. Du bist mein Tröster und mein Hirte. Du bist ein wunderbarer Freund. Du bist mein Heiler, mein Erlöser. Wir zwei gehören zusammen und jedem Schritt zum Kreuz hast du gezeigt. Du bist zum Äußersten bereit, hast mich aus Feindes Hand befreit und ich weiß, ein wunderbarer Gott bist du, ich sing zu dir, ich ruf dir zu, heilig, schön und königlich, wunderbar bist du. Wunderbarer Gott, ich weiß, das ganze Universum preist die Größe deiner Herrlichkeit. Wunderbar bist du. Du bist mein wunderbarer Jesus. Du bist der Fels, auf den ich baue. Du bist mein wunderbarer König, dem ich mein Leben anvertraue. Mit jedem Schritt zum Kreuz hast du gezeigt, du bist zum Äußersten bereit, hast mich aus Feindes Hand befreit und ich weiß, ein wunderbarer Gott bist du. Ich ruf dir zu, heilig, schön und königlich, wunderbar bist du. Ein wunderbarer Gott, ich weiß, das ganze Universum preist die Größe deiner Herrlichkeit. Wunderbar bist du. Ein wunderbarer Gott bist du. Ich ruf dir zu, heilig, schön und königlich, wunderbar bist du. Ein wunderbarer Gott, ich weiß, das ganze Universum weiß die Größe deiner Herrlichkeit. Wunderbar bist du, wunderbar bist du. Wir haben gerade das Lied Wunderbarer Gott von DMMK gehört und vielleicht auch mitgesungen. Es ist ein Lied, was viele von Gottes tollen Eigenschaften beschreibt. Er ist wunderbar, er ist herrlich, schön und königlich. Und oftmals können wir das auch erleben, wenn wir im Gebet sind, wenn wir in Gemeinschaft sind. Aber es gibt auch Tage, da wirkt Gott fern. Oder vielleicht wirkt er auch gar nicht so wunderbar.
Ich hatte das zum Beispiel heute Morgen. Das war so ein Morgen, kennst du bestimmt auch. Da will man am liebsten gar nicht aufstehen. Meine Nacht war nicht besonders gut. Mir ging es auch so nicht besonders. Und irgendwie merkte ich, Gott, bist du eigentlich wirklich da? Aber dann erinnere ich mich immer wieder daran, was Gott alles bereits in meinem Leben und auch in vielen anderen Leben getan hat. Eben das, was wir da singen. Oftmals spüren wir dieses Wunderbare, wie gesagt, nicht. Das passiert meistens dann, wenn wir uns auf unsere eigenen Probleme fokussieren. Und machen wir uns nichts vor, wenn wir gerade keine Probleme haben, dann finden wir welche. Und dann beschäftigen wir uns mehr und mehr mit unseren Problemen, mit unseren Sorgen, mit unseren Ängsten und Nöten. Und dieser wunderbare Gott wird irgendwie ganz weit weggeschoben. Und doch ist er da. Er möchte uns begegnen. Und wir haben auch gesungen, du hast am Kreuz alles vollbracht. Er war zum Äußersten bereit. Und ich finde, das ist das, was dieses Wunderbare an unserem Gott noch am ehesten beschreibt. Wir sehnen uns oft nach Wundern in unserem Leben oder wir beten dafür, dass Gott in Wundern unseren Nächsten begegnet und auch Wunder in der Welt tut. Und versteht mich nicht falsch, das ist genau das, was Gott auch von uns wünscht, dass wir ihm bitten, diese Wunder zu verbringen. Doch oftmals passiert das nicht, das kann die verschiedensten Gründe haben und die verstehen wir oft nicht. Aber dann hilft es mir, gerade an so Tagen wie heute, mich daran zu erinnern, dass dieses größte Wunder eben bereits vollbracht ist. Dass Jesus von den Toten wieder auferstanden ist, nachdem er am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat. Dieses Wunder, das ist kaum in Worte zu fassen und doch zeigt es uns, wie unfassbar gut unser Gott ist. Und danach dürfen wir uns ausstrecken. Und ich finde, das löst in uns eine tiefe Dankbarkeit aus. Und Dankbarkeit ist immer ein gutes Mittel, um sein Herz für Gott hin zu öffnen. Dass wir danken können, dass wir ein Leben haben, dass wir auch in Freiheit leben dürfen, dass wir gut versorgt sind von ihm. All diese Dinge. Und selbst wenn es dir vielleicht gerade nicht so gut geht, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass du Dinge findest, für die du dankbar sein kannst. Und ich bin auch sehr dankbar, dass wir Gottes Wort in Form der Bibel haben. Diese Texte, die sind vielleicht nicht immer leicht verdaulich und auch längst nicht immer gut verständlich. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich mich mit Gottes Wort beschäftige, dann hilft mir das, ihn zu fokussieren. Und wenn ich ihn fokussiere, Zeit mit ihm verbringe, dann ist er gar nicht mehr so weit weg, wie ich selber immer glaube. Er ist nah. Und ich habe euch noch einen kurzen Text mitgebracht aus dem Psalmen, den ich kurz vorlesen möchte. Und zwar den Anfang vom Psalm 95, die Verse 1 bis 7 aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Wir wollen ihn laut preisen, ihn, unseren mächtigen Retter. Lasst uns dankbar zu ihm kommen und ihn mit fröhlichen Liedern besingen. Denn der Herr ist ein gewaltiger Gott, der große Gott über alle Götter. In seiner Hand liegen die Tiefen der Erde und die Gipfel der hohen Berge. Ihm gehört das Meer, er hat es ja gemacht. Seine Hände haben das Festland geformt. Kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm beugen. Lasset uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Er kümmert sich um uns wie ein Hirte, der seine Herde auf die Weide führt. Und das ist das, was ich an Gott auch so wunderbar finde, dass er sich kümmert. Er lässt niemanden zurück. Er ist immer da und er möchte uns helfen. Nicht immer so, wie wir es unbedingt gerne hätten, aber wir können uns gewiss sein, dass das, was Gott von uns möchte, dass das gut ist. Und danach dürfen wir uns ausstrecken. Vielleicht nimmst du diese Gedanken oder diesen Psalm mal in dein persönliches Gebet mit. Und nimm dir die Zeit und lass Gott auf dein Herz wirken. Und dafür bete ich noch kurz, dass er dir begegnet. Großer Gott, hab Dank für all das, was du tust, was du getan hast und was du noch Gutes für uns vorbereitet hast. Und bitte öffne unsere Herzen, hilf uns, deine Herrlichkeit, deine Königlichkeit zu begreifen
und uns nach dir auszustrecken. Zeig uns, was für uns dran ist und wie wir dich immer mehr und immer freudevoller erleben dürfen. Amen. Habt eine wundervolle Zeit und nächsten Dienstag um 20.15 Uhr könnt ihr hier wieder eine neue Lobpreisandacht auf unserem Kanal sehen. Bis dahin, alles Gute und Gottes Segen.